Ich bin heute in Marienbaum, einem Ortsteil von Xanten. Wir setzen hier heute ein Trenching-Verfahren ein, das in Zukunft bei uns Regelausbau sein soll. Das heißt, es soll im Breitbandausbau immer häufiger zum Einsatz kommen, um Glasfaser schnell ins Land zu kriegen. Wer jetzt sagt, Trenching, das habe ich doch bei euch schon mal gehört, stimmt. Vor einem Jahr haben wir auf unserem Kanal schon mal über Trenching berichtet. Und da ging es aber um eine Ausbauweise, die sich Sägetechnik nennt. Heute geht es um die Frästechnik. Nano, Mikro, Micro, Trenching, es gibt so wahnsinnig viele Begriffe, die in der Gegend herumschwirren. Erklären Sie uns mal, wofür die stehen oder was sie bedeuten. Also der Begriff Trenching ist ja nicht hundertprozentig definiert. Wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen einem Säge- und einem Fräsverfahren. Diese Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre Tiefe, Schlitztiefe und Schlitzbreite. Wozu dient Trenching eigentlich ganz grundsätzlich? Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir unsere Glasfaser in die Erde bekommen. Und dafür gibt es ja verschiedene Verfahren. Und das Trenching ist eine sehr effiziente Methode, die Glasfaser möglichst schnell, kosteneffizient und mit wenig Ärgernis für die Anwohner in die Erde zu bringen. Wir sind hier auf der Milchstraße in Xanten. Wir machen hier einen Trench für die Deutsche Telekom. Wir haben hierzu eine Grabfräse, die diesen Trench erstellt. Der Trench ist 40 cm tief, wird mit einem Fräsrad mit Meißeln erstellt. Auf diesem Fräsrad mit einem Durchmesser von 62 cm sind 52 Meißel aus Vidia bestücktem Stahl. Vidia ist ein sehr geerdeter Stahl, einer der härtesten Stähle, die es überhaupt gibt, die überhaupt die Möglichkeit haben, diese Straße ohne einen vorherigen Aufbruch direkt durchzufräsen. Die Fräse arbeitet sich komplett durch auf die eingestellte Tiefe von hier 40 cm. Der Aushub, sieht man, wird seitlich dann rausgeworfen. Es folgt ein Saugbagger und dadurch wird im Prinzip die Erde aufgesaugt, einschließlich aller Steine, einschließlich des Aufbruchs, alles was seitlich gelagert wird. Wie ein Staubsauger, saugt ihn ein durch die Turbine, landet in den Behälter, der fasst 8 Kubikmeter. Dann erfolgt die Belegung des Trenches mit einem, je nachdem was auch gewünscht wird. Die Deutsche Telekom hat hier gesagt, wir möchten haben 2 50er PE Rohre, wir möchten haben ein Speednet Rohrverband, SNRV. Darin sind 7 Mikrorohre mit 10 mm Durchmesser und darauf möchte die Deutsche Telekom noch haben ein Fernspeisekabel. Und dieses Fernspeisekabel ist dafür da, vom Stromversorger das Multifunktionsgehäuse, das MFG, am Ende dieser Straße zu versorgen mit Strom. Vorteil ist im Prinzip des Trenches, wenn man die gesamte Baustelle mal betrachtet, wo wir normalerweise für diese Maßnahme, die ist rund 350 Meter hier, normalerweise 3 Wochen nötig haben, in der konventionellen Bauweise, wie ich gerade sagte, schneiden, aufbrechen, ausbaggern, verladen, entsorgen, einlegen und wieder verfüllen und wieder oben herstellen, 3 Wochen. Und wenn jetzt alles im Prinzip klappt, wie es klappen sollte, sind wir in 3 Tagen, 4 Tagen maximal hier fertig. Gegenüber dem traditionellen Tiefbauverfahren sind wir hier deutlich schneller. Und das wird ungefähr der Faktor 5 sein. Und das ist ja wichtig, weil wir wollen ja Deutschland mit Breitband versorgen. Und dafür müssen wir eben auch Geschwindigkeit aufnehmen. Wird es dann auch um den Faktor 5 günstiger? Nein, wir sind nicht um den Faktor 5 günstiger. Aber wir werden günstiger die Glasfaser in die Erde bringen. Ein weiterer Vorteil, dass wir den Kommunen noch günstigere Angebote machen können, wenn wir unsere Glasfaser in die Erde bringen wollen. Und im Eigenausbau eben für das gleiche Budget mehr Glasfaser verlegen können. Gibt es auch Nachteile? Ja, Nachteile gibt es nicht. Wir müssen halt immer schauen, dass das jeweilige Trenching-Verfahren eben zu der Oberfläche passt. Sie haben Asphaltoberflächen, Sie haben Kopfsteinpflaster, Sie haben Pflasterplatten. Und das muss halt jeweils immer angepasst sein. Und da werden wir immer im Vorfeld schauen, dass wir das richtige Verfahren für die richtige Oberfläche wählen.
Na gut, das bedeutet dann für uns ein bisschen mehr Planungsaufwand, aber dann gibt es ja kein Halten mehr hier, oder? Ja, nicht ganz. Die Kommunen, die sind sehr zurückhaltend, was die neuen Innovationen und Verlegemethoden angeht. Und das ist aus meiner Sicht grundlos. Wir haben im Ausland ja schon sehr viel Trenching-Verfahren, die zur Anwendung kommen. Und warum nicht hier auch in Deutschland? Und letzten Endes werden wir ja alles auch gemeinsam mit der Kommune dann hier durchführen und absprechen. So, heute Morgen um 7 Uhr haben die Kollegen hier angefangen zu trenchen. Und jetzt gehen wir mal den Weg ab, den die seitdem schon geschafft haben. Das ist nämlich schon eine ganz schöne Menge. So, und jetzt kommen wir dann hier in den Bereich der Baustelle. Also bis hierhin hat man das von 7 Uhr bis jetzt. Wir haben 11:30 in einem Stück gelegt und nicht nur das Kabel, den Kabelschacht gelegt, sondern eben auch schon Leerrohr und Kabel verlegt. Das ist echt schon eine beeindruckende Strecke, die die zurücklegen in so kurzer Zeit. Die wir heute Morgen gefräst haben, ist jetzt mit Sand, Füllmaterial und Beton schon wieder fast zu. Morgen kommt noch eine Feinschicht drüber, dann ist die Straße hier wieder befahrbar und Marienbaum hat Glasfaser bekommen. Eine geile Sache. Übrigens, das gleiche Verfahren kann man auch auf dem Bürgersteig anwenden. Dann wird die Fräse einfach auf dem Bürgersteig gehoben. Vor der Fräse werden die Pflaster entfernt. Die Fräse fräst einfach durch den Boden durch. Es entsteht eine Fuge, da kommt das Kabel rein. Die Fuge wird wieder verfüllt und die unbeschädigten Bordsteinplatten werden wieder eingesetzt. Und so kann man ohne Beschädigung des Bürgersteigs schnell Glasfaser in Zukunft verlegen. Und was ist die Moral von der Geschichte? Natürlich nicht, dass morgen alle Glasfaserleitungen haben. Das geben die Trenching-Kapazitäten gar nicht her, die im Augenblick auf dem Markt sind. Aber wer Glasfaser schnell vorantreiben möchte, der muss über alternative Ausbaumöglichkeiten nachdenken. Und das wollte ich euch mit dem Video zeigen, dass die Telekom das tut. Wir versuchen immer wieder neue sinnvolle Verfahren in unseren Regelprozess des Ausbaus reinzubringen, damit wir beim Glasfaserausbau schneller vorankommen. So viel zum Glasfaserausbau in Marienbaum im Fräsverfahren. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.